Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer, ich darf Sie recht herzlich zu einer neuen Ausgabe von DSTV begrüßen. Wir haben dieses Mal als Thema uns die neue Ausgabe der Deutschen Stimme vorgenommen und ich begrüße in diesem Zusammenhang den Chefredakteur der Deutschen Stimme, Peter Schreiber. Peter, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du da bist. Wir wollen gleich in Medias Res gehen bei dem Thema und nehmen den Aufhänger der diesmonatlichen Ausgabe. Und zwar, wir wissen, dass Familie Trumpf ist, das steht im Titel bereits drin. Eben, wir kümmern uns seit Jahrzehnten um die Förderung der Familie und wir haben jetzt sozusagen ein neues Schauspiel in Karlsruhe, wo also Sozialdemokraten gegen Sozialdemokraten klagen, um das Betreuungsgeld zu kippen. Was kann man dazu sagen? Wie ist der Stand der Dinge dazu? Ja, also dazu kann man sagen, ich darf es vielleicht auch gerade mal zeigen, unser Titelbild. Dazu kann man also sagen, dass das Betreuungsgeld, was ja im Grunde genommen ohnehin, man kann sagen, ein Tropfen auf den heißen Stein ist, am Anfang 100, jetzt 150 Euro im Monat, das soll jetzt quasi von dieser Seite erneut gekippt werden, deshalb wird dagegen geklagt. Und es geht ja aber im Grunde genommen nur darum, dass Kinder, die also unter 3 Jahre alt sind, wenn dann die Eltern sagen, wir betreuen die zu Hause, wir geben die jetzt nicht in die staatliche Fremdbetreuung sozusagen, dass dann eine kleine Anerkennung erfolgt. Und das, wo wir als Nationaldemokraten jetzt sagen, das ist ja eigentlich noch viel zu wenig, selbst das soll jetzt im Grunde genommen also auch noch gestrichen werden. Und was steckt dahinter letztlich? Es ist im Grunde ganz klar, diese Linksideologen wollen natürlich, dass die Kinder im Grunde genommen komplett unter die staatliche Betreuung und Erziehung und Einflusssphäre geraten und die Eltern im Grunde genommen überhaupt gar keinen großen Einfluss mehr darauf haben. Dabei weiß man natürlich, wie wichtig also gerade die ersten 3 Jahre sind, müssten die ersten 6 Jahre sogar die Kinder bei der Familie, bei der Mutter verbringen sollen, eben, dass die Entwicklung also ganz stark von diesen Dingen geprägt ist. Aber wir haben im Grunde ein soziales Thema aufgegriffen gerade und wir würdigen in einem der nächsten Beiträge Otto von Bismarck, der Begründer des deutschen Sozialsystems gewesen ist. Kannst du da vielleicht ein paar Sätze nochmal? So ist es. Er ist ja nicht nur als Reichseiniger in die Geschichte eingegangen, sondern er würde wahrscheinlich auch aufgrund dieser Diskussion, die ja jetzt geführt wird, sich im Grabe herumdrehen. Er, der im Grunde genommen ja den deutschen Sozialstaat geschaffen hat durch mehrere Gesetzeswerke im Laufe seiner Amtszeit und es also tatsächlich geschafft hat, dafür zu sorgen, dass der deutsche Arbeiter am Ende weitaus besser versorgt dastand und abgesichert dastand, als das in den anderen Industrienationen in Europa der Fall war. Das war also eine ganz großartige Leistung, die aber auch notwendig geworden war, aufgrund natürlich der Industrialisierung, die ja ganz neue Herausforderungen und Entwicklungen mit sich brachte, die es vorher so nicht gab. Mhm. Wobei natürlich also der Unterschied nochmal viel krasser war, denn in anderen Staaten gab es überhaupt kein Sozialversicherungssystem. Eben, es gab also für jemanden, der verunglückte, sich verletzte oder alt wurde, im Grunde das Betteln oder das Zuhause-Sein bei der Familie. Und hier ist also eine Leistung erfunden worden gewissermaßen eben, die auch ein bisschen dazu dienen sollte, dass die Sozialdemokratie also an Boden verlor, was ihm nicht geglückt ist in dem Fall. Das ist natürlich ein gutes Beispiel. Irgendwo gibt es da natürlich auch eine Parallele zur heutigen Zeit, weil man sieht natürlich, wenn solche Themen in der Luft liegen oder wenn ganz drängende soziale Probleme vorhanden sind, ganz einfach, dann bringt es natürlich auch nichts, eine missliebige Organisation zu verbieten, so wie es mit den Sozialistengesetzen zunächst dann geschehen ist, sondern man muss sich dieser Probleme annehmen. Und das hat er dann getan und damit war er dann auch erfolgreich. Und ich meine, die Parallele zur heutigen Zeit ist die, dass heute die NPD wichtige Dinge anspricht und alles, was im Grunde genommen den Herrschenden dazu einfällt, ist, diese Partei verbieten zu wollen. Das Beruhigende bei der Vorstellung, dass hier ein Parteiverbotsverfahren wieder anläuft, zum x-ten Mal, ist aber doch die Tatsache, dass man weiß, dass jede verbotene Partei
nach dem Verbot sozusagen wie Phönix aus der Asche steigt eben und deutlich mehr Stimmen bekommen hat, ist von der SPD gewesen, 1890 eben und seit 45 eben, und es wird natürlich der Fall sein, weil man kann natürlich die Aber die, Dinge, die Geschichte würde ich lieber nicht so gern wiederholen gut, wollen, also ich hätte es lieber, wir würden nicht verboten werden. Gut, das geht natürlich genauso, aber man kann eben die Personen, die Parteien, die Institutionen, die also die drängenden Probleme ansprechen, durch ein Verbot also zwar in gewisser Hinsicht mundtot machen, die Probleme bleiben bestehen natürlich, und deswegen ist der Weg ein falscher. Trotzdem, wir wollen, und das ist ja quasi auch dann vorgekommen, nochmal auf den zweiten Aspekt eingehen, der gewürdigt wird, eben Bismarck als Reichsgründer. Also es war nicht nur so, dass er also im Reich dann Sozialsysteme für alle Deutschen geschaffen hat, sondern er hat ja quasi das Reich auch kreiert. Willst du da einen Satz zu sagen? Ja, und er hat vor allen Dingen erkannt, was machbar ist. Politik letztlich als Kunst des Machbaren. Er hat eben erkannt, dass leider kann man sagen, die sogenannte großdeutsche Lösung nicht realisierbar sein wird. Deutschland wäre ja dann, also das dann vereinte Deutschland wäre ja dann im Grunde genommen mit einem Vielvölkerstaat, dem Habsburger Reich eben im Verbund gewesen. Das hätte große Probleme natürlich für den inneren Zusammenhalt mit sich gebracht. Deshalb hat er sich auf das konzentriert, was letztlich durchsetzbar ist. Aber da kannst du als Historiker eigentlich viel mehr dazu sagen als ich. Wenn man es denn dürfte, aber ich meine, du hast natürlich recht, also diese eigentliche Vereinigung der deutschen Stämme trat ja wesentlich später auf, als Österreich aufgelöst worden war. Und da gab es ja die Frage eben, ob dann dieses Österreich mit Deutschland zusammenwachsen sollte oder nicht. Die Österreicher waren dafür und sie durften das eben nach der 1919 nicht abstimmen, obwohl die weit über 90% damals dafür gewesen sind, sich dem Deutschen Reich anzugehen. Trotz der Niederlage eben wurde das also unterbunden. Was aber Bismarck auch wusste, war natürlich die Tatsache, und zwar die eine also unveränderliche Tatsache, und den Russen war es auch bewusst, dass nach der Reichsgründung, die ja auf Kosten Frankreichs ging, dass ein Krieg gegen Deutschland mutwillig losgetreten hatte, dass sozusagen damit Frankreich als Erbfeind, der auf Revanche hoffte, eben eindeutig war für die nächsten Generationen. Das heißt, für Bismarck natürlich... Das war natürlich ein bisschen durch die Reichsgründung in Versailles natürlich auch ein bisschen provoziert. Es war ein bisschen dick aufgetragen worden, das ist genauso eben. Aber er wusste eben, wenn man im Westen einen Erbfeind hat, der sich selbst so betrachtet, dann muss im Osten der Rücken frei bleiben. Und es war nicht nur deswegen, weil es aus diesen historischen Gründen, also eine Zäsur war für Deutschland eben. Es war auch so, dass eben die drei konservativen Monarchien ein deutliches Gegengewicht gegen die westlichen Demokratien setzen wollten eben. Und dass das Bündnis mit Russland unverbrüchlich und unverzichtbar für Bismarck gewesen ist. Und da, so kam es zum Rückversicherungsvertrag dann letztendlich, was er dann wesentlich später auch erst offenbart hat letztlich, dass der existieren würde, der dann leider später nicht verlängert wurde. Mhm. Unter Kaiser Wilhelm II. Mit den bekannten Folgen dann für die weitere Entwicklung. Aber im Grunde genommen ist es natürlich ein sehr gutes Beispiel für die heutige Zeit, weil immer wenn Deutschland und Russland an einem Strang gezogen haben oder sich zumindest nicht bekämpft haben, dann war eigentlich auch der Frieden in Europa soweit gesichert. Da würde man sich eigentlich wünschen, dass das die heutige deutsche Politik sich als Vorbild nimmt, aber wir sehen ja leider, dass es in eine andere Richtung geht derzeit. Also im Netz kursiert seit ein paar Wochen also eine Rede eines amerikanischen Thinktanks, Chefstrategen sozusagen, namens Friedman, der also lange ausführt und der einer der Berater der amerikanischen Regierung ist eben, dass die USA angeblich seit 1871, also seit der Reichsgründung, nur ein wesentliches Ziel verfolgt haben, und das war also die Trennung von Russland und Deutschland zu bewirken. Und er sagt vor allem jetzt eben, dass die aktuellen Debatten, die auch ganz deutlich in der deutschen Stimme angesprochen werden, dass die also für die USA, die ja langsam an Boden verlieren und eben nicht mehr unipolar sozusagen die Welt regieren können, dass für sie es wichtig war, diese riesigen Rohstoff- und Arbeitskräfteressourcen Russlands eben mit deutscher Technologie und Finanzen sozusagen zu trennen und die auf keinen Fall zusammenkommen zu lassen. Die letzten drei Kanzler haben schon versucht, in dem Bereich so ein bisschen eine Annäherung Und jetzt sozusagen ist ja der Versuch auf Kosten Deutschlands und Österreichs insbesondere, aber auch anderer europäischer Staaten, also massiv einen großen Block sozusagen von kleinen Staaten zwischen Deutschland und Russland
zu trennen. Und da sind die nationalen Kräfte in allen Staaten natürlich bestrebt, eben das zu verhindern. In Petersburg gab es eine Konferenz, kannst du da was zu sagen? Ja, diese Konferenz, das internationale russische konservative Forum, eingeladen hatte die, man kann sagen, Kremlnahe Partei Rodina, also auf Deutsch Heimat. Und Vertreter waren dort von vielen patriotischen Gruppierungen aus ganz Europa, unter anderem auch die neu gegründete Formation Alliance for Peace and Freedom, der auch die NPD angehört, aber auch die Goldene Morgenröte, Forza Nuova unter Roberto Fiore, der gleichzeitig auch der Vorsitzende dieser neuen Organisation ist. Und man hat sich also dort versammelt, um zum einen natürlich dieser einseitigen Bewertung der russischen Politik durch den Westen entgegenzutreten, zum anderen, um hier Kontakte zu knüpfen, genau in dem Sinne, wie du es eben auch dargestellt hast, um eben auf wirtschaftlichem Gebiet, auf geopolitischem Gebiet künftig stärker zusammenzuarbeiten. Das ist im Grunde genommen das, was die nationalen konservativen Kräfte in ganz Europa jetzt schon organisieren müssen für den Zeitpunkt, wo sie stärker einen Einfluss gewinnen, um im Grunde genommen im Sinne Bismarcks eben ein etwas zu konstruieren, was den Frieden in Europa sichert und die wirtschaftliche Entwicklung der beteiligten Länder voranbringt. Man kann die Bedeutung, glaube ich, daran ermessen, dass also ein massives Aufgebot von hochrangigen und hochkarätigen Pressevertretern, Fernsehvertretern quasi da gewesen ist, oder? Fast die Hälfte der Teilnehmer waren ja Pressevertreter, BBC war da, Jerusalem Post und so weiter, also aus aller Welt sozusagen Pressevertreter. Das hat auch zur Berichterstattung in den deutschen Medien geführt. In der FAZ war ein großer Beitrag dazu. Udo Vogt, der frühere NPD-Parteivorsitzende, langjährige Parteivorsitzende, wurde dann auch zitiert mehrfach, der positiv über die russische Politik, insbesondere über die putinsche Familienpolitik beispielsweise geäußert hat, wo man sich ja wirklich nur ein Beispiel dran nehmen kann, an diesem Leitbild auch, was er da postuliert. Also das hat schon eine enorme Aufmerksamkeit auch verursacht. Ich habe gehört, dass die Enkel oder Kinder von Stalingrad-Kämpfern auf Udo Vogt, von dem sie wussten, dass er die deutsche Seite quasi, der Tätervolk in Anführungsstrichen repräsentiert, eben zukam und also Versöhnung mit ihm sozusagen besprochen haben. Das war eine ganz wichtige symbolische Geste auch letztlich von beiden Seiten, dass man sagt, hier die Gräben müssen zugeschüttet werden und wir müssen in die Zukunft blicken. Wir dürfen das nicht immer wieder aufwärmen im negativen Sinne, wie das bei irgendwelchen Befreiungs- und Unterwerfungsfeierlichkeiten jetzt auch wahrscheinlich dann dieser Tage dann in der Bundesrepublik stattfindet. Also mir fiel das Thema deswegen auf, weil ich in den 80er Jahren ungefähr, sagen wir mal, 20 Mal in Stalingrad gewesen bin, auf Wolga-Don-Kreuzfahrten damals und einmal auch den Bund deutscher Stalingrad-Kämpfer dabei hatte und den Vertreter der Kriegsgräberfürsorge, den Präsidenten damals Weber. Und dass es dort Schwierigkeiten gab, einen Kranz niederzulegen im Gedenken aller Opfer dieser Schlacht um Stalingrad in dem Fall, das besonders dramatisch war. Aber man konnte merken, dass das eine offizielle Version war. Das Volk dachte bereits damals anders und konnte es nicht verstehen, dass eben Grenzen nicht mit der Beschriftung eben, dass man den sowjetischen wie den deutschen Kämpfern gemeinsam gedenken würde. Kurz und gut, das ist natürlich ein riesiger Fortschritt, der inzwischen eingesetzt hat. Ne? Ja, also ich muss jetzt gucken sozusagen, bitte, entschuldige. Das ist natürlich, jetzt haben wir diese außenpolitischen Aspekte letztlich angesprochen, aber wir haben natürlich sind nicht nur bemüht, mit Russland entsprechende Kontakte herzustellen, beziehungsweise das in der deutschen Stimme dann natürlich auch entsprechend zu würdigen, sondern es geht ja darüber hinaus. Wir hatten also in Brüssel, weiß nicht, ob du das gelesen hast, in Brüssel dieses Spitzentreffen mit Vertretern Syriens. Wir hatten auch ein Interview mit
mit dem RW van Lettem, das ist der Vertreter der belgischen Partei Nation, der also an einer Reise teilgenommen hat nach Damaskus und sich dort also ein Bild über die Lage in Syrien gemacht hat. Und jetzt ist es im Grunde genommen so, die Situation in Syrien ist ja so, der Westen hat es ja erfolgreich geschafft, da kannst du sicher ja auch noch einiges dazu sagen, der Westen hat es ja erfolgreich geschafft, dort durch die Unterstützung der islamistischen Rebellen das Land zu destabilisieren, so wie das ja in der Region allen halben geschieht. In den letzten Jahren kann man sagen, leider mit Unterstützung der deutschen Bundesregierung. Mit dem Ergebnis natürlich auch, dass diese gewaltigen Flüchtlingsströme dann letztlich ausgelöst werden, zu unser aller Nachteil. Und uns geht es natürlich auch darum, hier eine gute Verbindung herzustellen, auch zu vernünftigen Leuten dort. Und da war jetzt in Brüssel ein Treffen mit Vertretern der syrischen Sozialistisch-Nationalen Partei. Das ist keine ganz unwichtige Partei, die haben etwa 100.000 Mitglieder in der Region. Und stellen dort auch einige Abgeordnete und haben auch die Verwaltung der Stadt Homs jetzt mittlerweile in ihrem Verantwortungsbereich. Und da hat man sich also sehr gut austauschen können und die Interessen miteinander abgleichen können. Und da war es auch sehr interessant, dass also dort genauso ein Interesse vorherrscht, diesen fundamentalistischen Islam zurückzudrängen. Ja, wenn über den ist es ja besonders dramatisch, eben, wenn man die Entwicklung sieht, was der IS und andere Fundamentalisten dort gemacht haben und was also an Menschenleben vernichtet wird, was auf welche Art und Weise, wie grausam zerstört und getötet wird, eben, was an kulturellen Werten mutwillig zerschlagen wird. Eben. Ja. Also Barbarei in Reinkultur letztlich gesehen eben. Aber der Urheber ist natürlich eindeutig zu erkennen, es sind die USA, die in all diesen Bereichen die Sachen, die Schleusen geöffnet haben und sozusagen die Ermutigung von den ganzen destabilisierenden Faktoren vorangetrieben haben. Auch Russland spielt eine Rolle, denn Russland hat ja quasi ein Bündnis gehabt mit Syrien, hat den einzigen Mittelmeerhafen, auch der soll durch Russland entrissen werden. Deswegen ist es einer der wesentlichen Kriegsgründe, glaube ich eben. Ich muss aber ein bisschen, obwohl es eigentlich ich ungern mache, die deutsche Politik in Schutz nehmen, denn man merkt also, dass hier einigermaßen vernünftig mit großem Widerwillen versucht wird, eben die Folgen, also das Hereinziehen Deutschlands nicht in dem Maße zu akzeptieren, wie es die Amerikaner gerne hätten. Man merkt aber an diesen Verhältnissen auch eben, welche Gängelung ein unfreies und nicht souveränes Land eben hat und was für eine Funktion Politiker haben, die eigentlich ferngesteuert werden und nicht aus Deutschland sich sozusagen rekrutieren. Ja, also man kann an dem Beispiel schon sehr gut sehen, dass also die Souveränität nicht vollständig hergestellt ist unseres Landes. Ich meine, wir erinnern uns ja damals auch an Kanzler Schröder, der ja auch diese Kriegspolitik gegenüber dem Irak nicht wirklich mitmachen wollte. Aber auf der anderen Seite verfügte er entweder nicht über den Mut oder nicht über die Macht, um zu sagen, der Krieg darf aber auch anderweitig nicht von deutschem Boden aus geführt werden. Ja, was mit Drohnen natürlich heute passiert eben überall. Wobei die Frage ist eben, also welche Drohungen, welchen Druck er bekommen hat, von dem wir nichts wissen. Also die Taten, ist, glaube ich, sind für sich genommen trotzdem relativ mutig eben. Wir müssen mal das nächste Thema ansprechen, was ja auch, glaube ich, in zwei Beiträgen vorkommt eben. Asylschwemme, Griechenland in diesem Fall sehr stark zusammen und eben Möglichkeiten, die wir auch ansprechen, Beispiel Australien eben, wie man sehr erfolgreich also diese Dinge abwenden kann, wenn man denn nur will. Ja, genau, also die NPD-Fraktion im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern hatte ja einen entsprechenden Antrag eingebracht, sich an dem Beispiel Australien eben zu orientieren. Auch die haben ja dort eine Kampagne gestartet, eine Art Image-Kampagne, nur unter umgedrehten Vorzeichen sozusagen, indem sie gesagt haben, ihr werdet Australien nicht zu eurer Heimat machen als Botschaft an die illegalen Einwanderer oder sogenannten Flüchtlinge. Und da muss man aber auch sagen, dass das wird natürlich auch vom politischen Gegner natürlich so gesehen, als sei das jetzt Zynismus von unserer Seite aus oder in dem Fall von der
australischen Regierung aus. Und als ginge es also nur darum, die Schicksale der Menschen, die dort kommen, also zu ignorieren. Aber also ich sehe das eher aus verantwortungsethischer Sicht sozusagen, weil wenn man es jetzt mal auf Europa überträgt, jetzt hatten wir diese fürchterlichen Unglücke da im Mittelmeer. Mhm. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder man hat diese toleranzromantische Sicht, wie sie die Linken in Deutschland haben und weite Teile des Establishments, und sagt, da müssen wir Fähren bereitstellen. Aber dann müssen wir natürlich, dann können wir zwar für die sichere Überfahrt der Flüchtlinge Sorge tragen, aber dann wird sich natürlich die Zahl derer wahrscheinlich mindestens verzehnfachen. Mhm. Und dann muss doch jedem Menschen mit Verstand klar sein, dass dann der Sozialstaat innerhalb kürzester Zeit zusammenbricht. Oder man geht eben einen anderen Weg, und der Weg sollte meines Erachtens also der sein, dass man eben den Leuten klar macht, wenn ihr Wirtschaftsflüchtlinge seid, wenn ihr nicht tatsächlich politisch verfolgt seid, wenn ihr nicht tatsächlich Kriegsflüchtlinge oder Bürgerkriegsflüchtlinge seid, dann bleibt in euren Heimatländern, es hat keinen Zweck, also Reise anzutreten. Das ist ja im Grunde selbstverständlich eben. Was für mich noch besonders beachtenswert war, war die Tatsache, dass dass der australische Wahlkampf, ich glaube 2012 war es eben, dass der ganz gezielt darauf einging, dass die Konservativen sagten, wir wollen jetzt ein Ende machen mit diesen Schlepperbanden und der Einsickerung sozusagen der Leute über Land vom malaiischen Archipel eben. Und wir sagen also, wir werden das System grundlegend verändern, zum Negativen für die Einwanderer und zum Positiven für Australien. Das heißt also, der Wähler hat eine Chance gehabt, in Australien zu sagen, wir wollen sozialdemokratische Zulassungspolitik der Asylanten wählen, oder aber wir sind dagegen. Das Votum war ganz eindeutig in dem Fall. Wenn man wählen dürfte, wird es genauso sein in dem Fall. Und die Maßnahmen waren eben wirklich beeindruckend eben. Denn die Schiffe, die überall von der australischen Marine, die auch patrouilliert, aber eben nicht, um die reinzuholen, sondern um sie zu stoppen, dann zu testen an Bord ganz kurz, wer könnte asylberechtigt sein. Die werden übernommen, meistens ein, zwei von 100 in dem Fall. Der Rest quasi wird zurückgeschickt eben. Die Boote bekommen einen Peilsender. Wenn sie nicht mehr tauglich sind, seetauglich sind eben, dann werden sie durch andere ersetzt in dem Fall. Ja. Mit dem Peilsender versehen und werden zurückgeschickt. Sobald die merken, die drehen wieder um und wollen kommen, dann ziehen die Burschen die mit Konsequenzen eben Richtung malaiischem Archipel auf die einzelnen Inseln drauf eben und machen denen klar. Oder, falls sie trotzdem Asyl bekommen sollen, dann werden sie nicht nach Australien gebracht eben, sondern nach Papua-Neuguinea, und dort werden sie erstmal dann in jahrelangen Verfahren sozusagen auf die Rechtsstaatlichkeit überprüft. Also mit anderen Worten, wenn man will, kann man das massiv bewirken eben. Es werden Kampagnen gefahren im Fernsehen, in 17 Sprachen eben, dass es keinen Sinn macht, auf die Art und Weise nach Australien zu kommen. Und sie haben im Augenblick quasi, ich weiß nicht, 10 Mann pro Jahr, die durchsickern, der ganze Rest eben wird abgefangen. Damit könnten wir leben, mit 10 Mann. Ja, aber man sieht ja im Grunde genommen auch, dass dieser Flüchtlingsstrom bzw. Asylbewerberstrom jetzt mittlerweile auch als politisches Druckmittel auch innerhalb Europas eingesetzt wird. Dann kämen wir ja wieder zu einem anderen Thema in unserer neuen Ausgabe. Griechenland. Nämlich Griechenland, genau. Also wo ja diese von dem Verteidigungsminister, dem Kamenos, da wilde Drohungen ausgestoßen wurden, nach dem Motto, wenn ihr uns nicht zu Willen seid, wenn ihr uns da nicht weiterhin unterstützt, damit wir also in der Eurozone bleiben können und aber trotzdem weiterhin alles so weiter handhaben können wie bisher, ohne große Konsequenz zu ziehen, dann werden wir also den illegalen Einwanderern also hier Ausweispapiere ausstellen und die einfach weiter schicken, und dann wird Deutschland früher oder später unter diesem Zustrom zusammenbrechen. Also das wird jetzt richtig schon als politisches Druckmittel gegen Europa und gegen Deutschland eingesetzt. Also man kann sehen, dass den Griechen durch diese Aktivitäten das Wasser bis zum Halse steht eben. Man kann aber auch sehen, dass sozusagen aus meiner Sicht zumindest eben den rechten Politikern oder den nationalen, den konservativen Politikern also in Europa dieses einigende Band, was die Linken haben als Ideologie, fehlt eben. Das heißt also, treten Probleme auf,
dann sind also alle treue Schwüre, dass wir zusammenhalten müssen, plötzlich wieder doch Spiel von gestern. Ja. Und es treten die alten Atavismen wieder auf und die alten Gegensätzlichkeiten also und Spannungen und Drohungen quasi, die national ausgerichtet sind, eben trotz der eigentlichen Übereinstimmung in massivster Weise, die man im Bereich der nationalen Politik, der Familienpolitik und auf ähnlichen Feldern hat. Ja, es ist leider so, es liegt auch irgendwo in der Natur der Sache. Klar, nationale Politiker denken zuerst an die eigene Nation, ist logisch, aber man müsste halt dann schon oder unbedingt muss man sich in solchen bei solchen Gelegenheiten auf die auf das grundlegende Einverständnis konzentrieren, dass es da letztlich darum geht, Europa als Kulturraum für uns zu erhalten, als gemeinsamen Kulturkreis und zu verteidigen gegenüber dieser Überfremdung, die alle europäischen Nationen betrifft, den gesamten Kontinent betrifft. Und dass es natürlich auch im Interesse aller sein muss, dass jede Nation dementsprechend ihr Überleben sichert. Und da müsste man immer anknüpfen können, um zu sagen, wir verkneifen uns diesen in dem Fall negativen populistischen Mist, sondern konzentrieren uns auf die wirklich wesentlichen Dinge. Und in dem Fall sind wir auch gerne bereit, natürlich als Deutsche den Staaten zu helfen, die Außengrenzen zu verteidigen haben, eben, dass die Belastungen von denen größer sind als in den Binnenstaaten, ist keine Frage, kurz und gut. Ja, vor allen Dingen bei der Grenzverteidigung müssen wir sie natürlich unterstützen. Und da bin ich auch durchaus für gemischte Kontingente eben, aber es muss klar sein, dass sie eben nicht zu Angriffszwecken missbraucht werden können und dass sie auch nicht missbraucht werden können, indem quasi jede eigene Armee destabilisiert wird, indem alle Kontingente aufgeteilt werden in binationale und trinationale. Ja. Also Gruppierung, ne? Das ist auch ein wichtiger Punkt, glaube ich. Ja. Leider ist es so, dass sich das dann nicht nur auf die Flüchtlingsfrage beschränkt, sondern natürlich dann gleich das nächste Fass aufgemacht wurde mit den immensen Reparationsforderungen, also quasi der Zweite Weltkrieg nochmal bewältigt wird auf diese Art und Weise mit über 278 Milliarden Euro, die jetzt von uns gefordert werden, was sicherlich nicht nur politisch eine Unverschämtheit ist, sondern auch historisch eigentlich nicht gerechtfertigt ist. Aber auch dazu wirst du mehr sagen können. Ja, ich mache es natürlich trotzdem kurz, aber du hast nicht, noch in einen Punkt erwähnen, 60 Milliarden deutsche Steuergelder sind ohnehin verbrannt. Dieser Schnitt kommt irgendwann sowieso. Diese 60 Milliarden könnten schon mal angerechnet werden. Eben. Das sind aber auch dann die 60 Milliarden, die für die große Anleihe, die quasi den Griechen aufgezwungen wurden, 1942 im Rahmen der Besetzung eben, dass die sozusagen mit Zins und Zinseszinsen in goldener Weise sozusagen bereits zurückgezahlt worden ist. Wir haben Hunderttausende von Griechen hier leben, die quasi hier Geld verdienen, die ihr Geld nach Griechenland schicken können, die also in Deutschland aktiv sind eben. Auch das ist quasi für uns auf der einen Seite das Positives eben, aber auch eine Belastung, das Geld ja größtenteils nach Griechenland runter eben. Und das Dritte ist eben, dass hier sehr viele Tatsachen vermischt werden eben, denn die deutsche Wehrmacht hat nicht irgendwie aus sich heraus in verrückter Manier besoffen oder sonst irgendwelche Dörfer eingeebnet und Menschen umgebracht eben. Da sind meistens überaus grausame Partisanentätigkeiten vorangegangen eben. Und daraufhin gab es meistens... Das wird alles zusammengezogen. Ja, genau, man muss eben die Chronologie der Ereignisse quasi und Ursache und Wirkung zu versuchen darzustellen, damit daraus ein Sinn im Zusammenhang entstehen kann, den Menschen nachvollziehen können. Und deswegen also sind im Grunde sind ja alle Schäden, die entstanden sind... Und alle Verfehlungen, die im Zuge der Kriegshandlungen entstanden sind, da wird eine große Liste gemacht, dann wird dann eben ein Strich drunter gezogen und dafür sind wir komplett verantwortlich letztlich. Und was du gerade schon sagtest, du hast Partisanen angesprochen, also was die griechische Volksbefreiungsarmee da ab 1942 veranstaltet hat, das kann man ja den Deutschen nicht auch noch anlasten letztlich. Das verstieß auch gegen die Hagerland-Kriegsordnung. Also könnte man da auch wieder eine Gegenrechnung aufmachen, wenn man das denn wollte. Und man kann natürlich auch ganz genau also feststellen, dass diese Art von Terrorakte von den Alliierten bewusst betrieben worden sind. In englischen Archiven kann man nachsehen, dass Churchill zum Beispiel ein Attentat auf den von den Deutschen eingesetzten Innenminister befohlen hat eben, wo er sagte, wenn der Mann von britischen Soldaten als Attentätern erschossen wird, in dem Fall, die als Griechen getarnt natürlich rumlaufen werden, dann müssen die Deutschen Repressalien unternehmen gegen die griechische Bevölkerung in dem Fall. Das wiederum hat noch größeren Widerstand. Also wir machen eine Spirale auf, wir setzen Europa in Brand, hat Churchill wörtlich gesagt eben. Das war das Ziel der Politik eben. Die Deutschen haben das als Besatzer nicht gewollt in dem Fall. Eben, es wurde ihnen aufgezwungen. Dann ist ein Punkt weiterhin spannend, dass die Italiener
die den Krieg begonnen haben, dass da keine Forderungen aufgetaucht sind, komischerweise das eben. Ja, wird auch gar nicht angesprochen in den deutschen Medien sonst. Ja, ja. Also müsste man sich dann auch mal die Frage stellen, ja, warum stellen sie da keine Forderungen? Liegt es daran, dass sie von den Italienern wissen, dass sie ihnen auf Deutsch gesagt einen Vogel zeigen werden? Oder denken die sich, da ist auch nichts zu holen, weil die Italiener selbst entsprechende Probleme haben? Das müssen wir sie fragen, aber zumindest sprechen wir es ja quasi an, die Themen, und machen das nachlesbar. Übrigens, das ist also für mich wichtig und spannend auch gleichermaßen eben, dass man nicht nur im Bereich der Journalistik erkennen kann, dass eine ganze Reihe von Leuten jetzt sagen, diese Einseitigkeit ist einfach zu viel in einem Kartell, in dem wir mitgemacht haben sozusagen, da scheren wir jetzt aus und stellen die ganze Sache auf ein breiteres Fundament eben. Auch die Politik, denk an den Staatssekretär von Bülow, denk an Willy Wimmer meinetwegen, auch Staatssekretär im Innenministerium gewesen, lange Zeit eben. Alle die betreiben ja jetzt also eine fast den amerikanischen Interessen zuwiderlaufende Politik der öffentlichen Auftritte, die also im Grunde die Maske gibt es ja auch Schäden aus den USA dafür. Ja, natürlich eben, aber im Grunde genommen ist das natürlich eine Bestätigung, denn das sagen wir seit 50 Jahren, wenn du so willst eben, und jetzt sind zum ersten Mal namhafte Repräsentanten des Systems dabei, eben das einzuräumen und also im Grunde doch ziemlich vernehmbar ein Gegengewicht zu bilden zu der eigentlichen, wie man so schön sagen würde, seit Pegida, zu der Lügenpresse. Zur Lügenpresse, genau. Ja. Wir repräsentieren ja die andere Meinung dazu, das machen wir nicht erst seit gestern. Genau. Und im Grunde genommen kann man, denke ich, schon sagen, dass wir in den, also auf allen Politikfeldern in den, mit den wesentlichen Aussagen schon sehr nah sozusagen dran war an dem, was sich jetzt langsam herausschält sozusagen. Ja. Also diese ganz großen Züge der Politik, sowohl was die Außenpolitik angeht, eben diese Interventionspolitik, die da stattfindet, die den Nahen Osten destabilisiert hat. Da haben wir davor gewarnt, wir haben vor deutscher Beteiligung gewarnt in Form von Auslandseinsätzen etc. oder in Form dessen, dass man sagt, wir stellen hier Infrastruktur für die Amerikaner zur Verfügung, damit die diese Politik betreiben können. Das alles bestätigt sich jetzt und genauso ist es im innenpolitischen Bereich mit der Asylproblematik etc. Gut, da haben wir so eine spannende Ausgabe, denke ich mir, dieses Mal. Mehr erzählen wir nicht, sonst hat ja keiner mehr woanders, um die Zeitung zu kaufen. Und da würde ich natürlich schon Wert drauf legen. Gut, du machst mich mundtot. Also dann vielen Dank fürs Gespräch. Oder. Und bis zum nächsten Mal. Danke ebenfalls für das Gespräch. Tschüss, Peter. Ich bin mich sehr gefreut. Tschüss, Olaf.